So, ich habe gerade erfahren, dass P2 die gelbe Motorkontrollleuchte hat. Oh. Hat bestimmt Zündaussetzer oder so. Oder falsch gedankt. Nein, die haben den Motor zu hoch gedreht. Eieiei. Ja, bedeutet im Umkehrschluss Leistungsverlust für die. Und wenn sie nicht aufpassen und... Jetzt versorgen wir mal alles, ey. Ich krieg's ja nicht mehr geschissen. Und wenn sie da nicht aufpassen, dann... Ich poste mal noch die aktuellen neuen Luftdrücke in Discord vom Duki. Obwohl das eh irrelevant ist. Ja, das werde ich ja morgen sehen, Captain Einsicht, ob meine Base kaputt ist oder nicht. Alles gut. Wie, deine Base ist kaputt? Na, irgendjemand sitzt schon wieder in meiner Base und Helikopter schießen auf meine Rust-Base. Ach so. Ich dachte, deine Wheelbase ist kaputt, Mann. Ach so, nee. Nee, nee. Uff, ich weiß gar nicht, kann man Motorschäden reparieren? Ich glaube nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das geht nicht. Nee, nee, ich glaube auch nicht. Weil da ist nichts mit Tape zu machen. Ralle macht Party? Naja, wenn Ralle da drin ist, ist das okay. Dann ist das entschuldigt. Der kann da machen, was er will. Moin Seele. Du, kleine Info für dich. Du bist schneller als Platz 8. Ja. Und letzte Runde war auch schneller als Platz 6, allerdings waren die wahrscheinlich in der Box. Ja. Danke. Bin ich jetzt noch unmuted oder gemutet im Teamspeak? Ich weiß es gerade nicht. Du redest. Okay. Alles gut. Danke. Ich höre dich. Copy. Lol, wenn die Montag kommt, Seele, dann ist das doch super. Übrigens, großes Lob noch an dich. Fährst super. Ja, für die kurze Trainingszeit ist alles gut. Auto ganz lassen, dann ist alles schick, mein Guter. Geht klar. So, Hammer und Duki ja noch kurz gelobt, ja? Guten Hunger, Terrorwurm. Das machst du sehr gut. Vielleicht entwickelst du dich ja doch mal zu einem guten Teamkollegen. Drill Sergeant Knackwurst. Wie viel Stintzeit hast du noch? 8 Minuten 45. Ich werde auch gleich mal, ich gehe mal kurz AFK auf die Pipi-Box und wenn Duki durch ist und Boxshop macht, werde ich mich auch nochmal schnell warm fahren. Aktueller Tankinhalt. Aktueller Tankinhalt. 13,2. Und 7 Minuten 44 Restzeit. Also schaffst du die 3 Runden noch. Damit, wenn du über Startziel bist, nochmal einen Tank, bitte. Ja. Zwölf zwei. Okay, bitte dauerhaft Map 2 fahren jetzt. Ja. Fahr ich schon seit einer halben Stunde. Gut. Also wir liegen gut im Fenster. Wir können dann höchst womöglich den letzten Stint komplett auf Map 1 fahren, wenn wir so weiterfahren auf dem Kurs.
Obwohl, wir sind eigentlich... scheiße. Jetzt muss ich mal rechnen. Hallo? Ja. Ah, gut. So wieder. Hübel. War du schon drin? Nee. Okay. Ich glaube noch ein oder zwei Runden. Ja. Sofix, moin. Wer guckt heute zum ersten Mal in du ins Rennen hier? Also bei mir im Stream. Irgendwie werden das jedes Mal mehr, habe ich das Gefühl. Sofix, ich bin ungefähr für das Rennen auf der Strecke und da, also da, für das Rennen habe ich mich am meisten vorbereitet bis jetzt. Circa 2.500 Kilometer die Strecke gefahren. In Zeit gerechnet waren das 5 Trainingstage, 3 bis 4 Stunden. Ist das jetzt Dukis letzte Runde? Müsste sein, ja. Müsste, glaube ich, ja. Müsste sein. Naja, fährt eine. Das ist gut. Eine gönnt er sich noch. Also folgendes. Ich hab's jetzt mal grob durchgerechnet. Wir müssen definitiv noch 6 Mal an die Box. Der letzte Stint wäre ein 35 Minuten Stint. Wir können, wenn Duki jetzt den Stint wirklich noch in Map 2 fährt und nochmal 32 Runden fährt, können wir die restlichen 5 Boxenstops dauerhaft mit Map 1 fahren. Weil da müssen wir bloß noch 29 Runden kommen. Okay. Ja, das Ding ich ist... Ich hoffe, ich hab mich nicht verrechnet. Das Ding ist halt, wir... Also ich habe nur mit Map 2 geübt, ne? Der hat halt ein bisschen mehr Leistung. Das ist... Eben. Das kriegst du hin. Das ist nicht weiter wild, glaub mal. Na, Sofix, du darfst nicht vergessen, es gibt ja auch immer Vorkenntnisse, ne? Also man hat ja Vorkenntnisse. Also ich bin jetzt, ich weiß nicht, vielleicht 300 Stunden ACC gefahren. Das ist ja auch... Das hast du ja bald mehr als ich. Ja, kann sein. Ich hab auch so 300 ungefähr, ja.
Mach. Was sind aktuell die Streckenbedingungen? 32 Grad? Okay. Mal gucken, was die Luftdrücke gleich sagen. Ich werde mich dann gleich mal eine halbe Stunde einfahren. Also pass auf, du probierst es dann bitte mit Map 1. Und ich. Ja. Einfahren. Du probierst es dann. Ja, erst beim Einfahren probierst du das bitte mit Map 1. Und du entscheidest dann, ob du mit Map 1 klarkommst oder nicht. Okay? Sounds like a plan. Dann sage Stuki jetzt, dass der soll jetzt die ersten 10 Runden mit Map 2 komplett durchfahren und dann kann er auf Map 1. Und da müssen wir dann beim nächsten Mal nochmal rechnen. Jo, okay. Schatzi? Ja, bitte? Duki, hörst du mich? Hallo. Ja, folgendes. Die ersten 10 Runden bitte komplett mit Map 2 fahren. Ja. Den restlichen sind Map 1. Komplett durch. Ja, ersten 10. Ja, die ersten 10 fährst du mit Map 2. Alles klar. Und die letzten fährst du dann, also die restlichen, keine Ahnung, 20 Runden werden es wahrscheinlich werden, fährst du mit Map 1. Du musst am Ende auf 30 oder 29 Runden kommen. 30 ja, wären besser. Ja, ja, so easy ist das mit Map 1 nicht. Map 1 hatte ich immer einen Spritverbrauch von 4 glatt. Ja. Aber ja, okay, also, ich weiß Bescheid. Wie gesagt, die 30 Runden wäre optimal. Na, wenn du 31 fährst, ist es auch nicht schlimm. Aber 30 ist so der Mittelmaß, 29 geht auch noch. Ja. Okay, also gib ihm. Mach ich. So, okay. Duki weiß Bescheid. Wunderbar. Der 76 ist abgeflogen und hat Schaden. Ist das nicht der Honda mit dem Motorschaden? Ja. Sorry, wenn ich das hier alles so immer ein bisschen hin und her rechne, aber ich will das Optimum rausholen mit den Boxenstops. Alles gut. Alles gut, ja. Es bringt halt nichts, wenn wir 35 Minuten vor Ende nochmal in die Box fahren, weißt du, und dann halt nicht das komplette Potenzial von dem Auto genutzt haben. Naja, eben, klar. So, jetzt müssen wir mal schnell gucken. Du gehst jetzt in der 172. Runde. 30 Runden drauf wären 202. Also in der 202. Runde muss er rein. Oder 203. Map 2 soll er jetzt fahren. Oder bist du jetzt verwirrt, was das heißt, Sven? Das ist die Motormap vom Auto. Ja, du hast bei ACC die Möglichkeit, verschiedene Maps anzuwählen. Beim Mercedes, der hat insgesamt 3 Maps. Map 1, 2 und 3. Die dritte Map ist so eine Safety-Car-Map. Also da wird die Motorleistung drastisch reduziert. Map 2 ist eine reduzierte Leistung, aber weniger Spritverbrauch. Und Map 1 ist volle Leistung mit maximalem Spritverbrauch. Also du brauchst mit Map 1 meinetwegen jetzt 4 Liter auf die Runde. Mit Map 2 brauchst du circa 3,48 so die Drehe. Ja, wenn er in beiden Runden reinkommt, Tabasco, dann ist das schlecht. Dann haben wir irgendwas falsch gemacht.
Bitte durchlassen, Duki. Gut, gut. Alex, ernsthaft jetzt? Er ist wieder da. Digga, dankeschön, Mann. Du kannst das nächste Mal auch eine nette Message dazu schreiben und dich vielleicht hier auch mal im Chat melden, dass man dich vielleicht mal persönlich ansprechen kann, Alex. Vielen, vielen Dank. Alex haut halt 50 Euro raus. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Danke, danke, danke. Alter Falter. Alex, Mann. Ich muss wahrscheinlich jetzt jedes Wochenende ein Duels-Rennen machen mit Duki zusammen. Vielen, vielen Dank, Bro. Ohne Witz. You made my day schon wieder. Danke, Mann. Ah, ich komm schon wieder nicht klar, Mann. Das ist so krass, Mann. Habe ich das überhaupt verdient? Nope. Also ich hoffe, Alex, dir gefällt unser Content, beziehungsweise auch mein Content, den wir hier liefern immer. Ich meine, die Zuschauer sagen es ja, dass es wirklich, dass wir vielleicht eine gute Sache machen, jetzt mit Dizzy zusammen, der die ganze Sache auch wirklich nochmal pusht. Und ja, mal sehen, wie das jetzt weiterläuft. Aber ich denke mal, wir werden in der Konstellation wahrscheinlich öfters fahren. Mit Ray natürlich dann noch zusammen. Au, au, au. Was war denn jetzt? Lenkrad ausgefallen. Gut. Nein. Fuck! Okay, also, Dizzy, mach dich bitte startklar. Ja. Moment, deine Luftdrücke, die hast du im WhatsApp gepostet, ne? Warte, das sind meine alten. Warte. Egal, egal, das rechne ich jetzt hoch. Ja, ich connecte. Dein Auto ist noch nicht weg. Wir müssen alle vom Server runter. Ich würde sagen, ihr müsst alle runtergehen. Ich muss als erster wieder rein, ne? Korrekt. Duki, willst du weiterfahren? Dann müssen wir dann plus Driver Swap machen. Ja, oder ist Sigi. Das geht im Rennen nicht. Das geht nicht. Dann muss Sigi fahren. Du hast deine Luftdrücke. Bei welchen Temperaturen waren die? Das wäre noch wichtig. 22. Sind alle runter? 22. Ja, du kannst drauf. Ja. Pass auf, ich gebe dir jetzt dieselben Luftdrücke wie Duki. Das sollte ungefähr hinhauen. Ich sitze drinne. Ich muss Setup laden. Ja, warte. Ja, sag die Luftdrücke. Moment. Schnell. Scheiße, wo hab ich die jetzt? 26,7. Nein, 26,5 von links. Ja. 25,7 von rechts. Ja. 26,2 hinten links. Ja. Und 25,9 hinten rechts. Ja. Ich hoffe, das haut hin. Das sind jetzt die Luftdrücke, die Duki hatte. Und raus mit dir. Komm wieder rauf. Ja. Wir haben noch Steuerung gesperrt. Ich mute mich im Discord. Ihr könnt weiterreden. Ich bin im Teamspeak erreichbar. Okay. Test. Hallo, könnt ihr mich hören? Ja, können wir. Du bist aber im Könnt ihr Discord streamen? Noch. Ihr könnt auch. Okay, super. Du bist im Discord noch mit Dingsbums an. Du bist noch im Discord an mit dem Mikrofon? Ja, ist aus jetzt. Ja, danke. Dauerhaft Map 1 jetzt. Ja, hört dich nicht. Ach so. Dauerhaft Map 1 jetzt. Dizzy, für dich. Ja. Alles. Egal, Spritverbrauch ist vollkommen Wurst. Ja. Ich mein Arschloch, ey. Ja gut, was wollen wir machen? Ja, erstmal wieder connecten. Ja, ne, alles gut. Dizzy ist drauf. Ja, aber wir können ja auch wieder klettern. Ja, ich bin schon wieder drauf. Och man, der hat so Bock gemacht. Was hat's denn, diesen Fatal-Error oder was? Ja.
tire pressure. Stay clear of the curbs. Nur noch kleiner Hinweis für dich, Dizzy. Lass die ersten Runden ruhig angehen. Du bist noch nicht warm. Hör auf mit dem Wedeln. So, okay, Streamchat. Können wir jetzt nichts machen? Den sauren Apfel müssen wir beißen, aber es ist noch nichts verloren. Wir sind Platz 16. Platz 10 schaffen wir noch. Auf geht's jetzt. Ja, trotzdem scheiße. Ja, nein, alles gut, du kannst nichts dafür. Ja, hoffentlich bleibt es bei euch aus. Wie sie als auf Tour. Ja, einmal hatte ich. Ein einziges Mal. Oder zweimal. Aber erst seitdem ich die neue Grafikkarte drin habe. Vorher hatte ich das noch nie. Ja gut, ich wollte eh noch kurz einkaufen gehen heute Abend. Ja, fast gelegen. Car on the left. Clear on the left. Ja, hast einen guten Job gemacht. Alles gut. Für den Disconnect kannst du nichts, für den Absturz. Ja, alles gut. Ein paar Dreierzeiten noch. Wenn, Ich hab das mit Duki schon ausgemacht. Also, wir bauen dir da mal irgendwann noch einen schönen PC zusammen. Machen wir, Duki. War Alex bei dir? Nee. Alex hat schon wieder zugeschlagen. Ah, das brauchst du bei mir nicht machen, lieber Alex. Wahrscheinlich geht das im Video überhaupt. Aber ich habe ja auch so lange kein Content, deswegen. Lass mal stecken, Leute. Komm, okay. Ich hab eine Wandberührung hier und da. Ich meine, ich hab ja nicht so konstig. Haben. Ja, gut. Wie gesagt, mach dir keinen Kopf. Zwei, drei Quersteher der anderen Autos. Kannst du gut ausweichen. Ja, mach ich doch. Hab wirklich Quersteher selber hier und da gehabt. So, jetzt soll er wieder besser zu verstehen sein. Ich hatte das Spiel vor uns lauter gemacht. Oh, okay, Test. Oh, ist etwas leise hier im Stream, haben sie geschrieben. Der MK-Dude. Ja, oh, ich hab den Chat noch gar nicht umgewogen. Ach, scheiße. Schade. Dankeschön, Rockstar, für den Hinweis. Oh. Und da kommt Alex ins Bild gefahren. Ja, okay. Ach, Mann. Hey, Alex. Jetzt, ob das nicht klar war, wenn du es schon ansprichst. Ja, so, hoffentlich habe ich ihn jetzt deswegen nicht getriggert, Mann. Weil ich sehe das halt immer in der Konstellation, weißt du? Oh Mann, das war jetzt nicht meine Absicht, Alex. Ey, dankeschön, Alex. Frohes Neues dir, alles Gute. Ich sehe schon das neue DTM-Video. Sponsert bei Alex. Ja, MK, der Hauptakteur des Streams, sollte wahrscheinlich auch richtig gut zu verstehen sein, aber es ist kein Problem. Ich mach dir den Duki noch ein bisschen lauter. Hey, danke, Alex, ne? Lass das bitte.
So, sag nochmal was. Hallo, Test. Oh, jetzt bist du sehr laut. Yeah. So, ich denke, so ist okay. Mir instant die Ohren geblutet. Und geblutet. Geh mit meiner Frau in die Diskothek. So, Streamchat, ich muss euch noch mal eine kurze Weile alleine lassen hier mit dem Duki. Ich hoffe, ihr haltet das aus. Ja, weil meine... Nee. Meine Freundin ist gerade gekommen. Ach, herrje, was machen wir denn jetzt? So, soll ich die Nachricht wieder fahren, oder? Kann ich da warten? Weiß schon noch nicht. Pass auf, wir lassen euch jetzt einfach mal mit den Bildern ein paar Minuten alleine. Nee, wenn du gleich wieder da bist, dann warte. Nee, das dauert bei mir eine Weile. Deswegen. Ich knall hier den Sound nochmal hoch. Ja, genieß einfach die... Wenn du Hilfen brauchst, einer muss hier bleiben. Stefan ist da auch noch da, oder nicht? Stefan? Was sagt F. Voll? Ja, dann warte. Da kommt. Dann warte mal noch. Ja, na da, bis dahin bin ich wieder da. Hallo? Ah, da ist Stefan. Ja, du musst mal hier ein bisschen die ganze Sache managen, weil Duki und ich müssen noch mal weg. Ja. Wenn du dazu Bock hast. Ja, ja. Ich wäre eine halbe weiß Stunde ob... weg. Wie lange wird es bei dir dauern? Weiß ich noch nicht. Stunde. Keine Ahnung. Muss ich sehen. Muss sehen, was Lisa jetzt vorhat. Ja, was wollte ich sagen? Wenn irgendwas ist, ihr könnt mich auch gerne anrufen. Das ist nicht das Problem. Wollte ich noch sagen? Weiß nicht, ob du dir mal die Streamchats aufmachen möchtest, Stefan? Falls sie da irgendwelche Fragen haben, der Streamchat? Kann ich schlecht von dir lesen. Ach so. Ja. Du, meine Reifen du machen meins nicht mit. Ich kann so nicht fahren. Warte, ich kümmere mich drum. Was ist das Problem? Die Reifen werden zu warm mit Map 1. Das liegt an der Temperatur. Das sind mittlerweile 33 Grad. Okay. Ja, ich guck mal. Wenn du es nicht hinkriegst, fahr lieber sicher, dann mach mal. Es geht. Gut, okay. Ich dachte schon, ich könnte gar nicht fahren. Doch, ich bin gleich wieder da. Also. Ja, ich dann auch. Jo. Ja. Gleich, Lisa. Approaching.
on the left. Wie, mir fällt gerade auf, dass deine Bremsbalance ein Klick weiter unten ist als vorher. Also als im Setup davor. Vorher waren wir bei 58,6. Ich weiß. Ich fahr so. Okay, okay.
85 Liter Sprit auf 3,9 Liter Verbrauch. Reifen sind okay. Stintzeit 51 Minuten. Okay. Ist gerade keiner da, außer ich. Die kommen erst eine Stunde wieder oder so. Oh. Okay, cool. Ja. Schöne Zeit gefahren? Ja, ist ein bisschen rutschig, weil die Reifen halt sehr warm sind, aber ich glaube... Hab ich auch gehabt, ja.
Ich glaube, das ist so vom Tempo her, sollte das gute Rennpace sein. Ja, ja, passt. Achtung, da oben links steht einer gleich. Danke. Gut gespottet. Oh. Thank you.
starke Zeit. Ja, ich habe auch richtig Hass gerade. Mach gerade mal hoch. Bei 62 Liter habe ich noch drin, bei 3,9. Ich will noch unter 4 Liter. Ja, den kannst du eh durch mit Map 1 drin. Guck dann gleich mal nach deinen Reifen drücken, so ein bisschen schon mal. Ja. Guck mal vorne am PC. Küsschen aufs Nüsschen, Dankeschön, hab ich lieb. Dankeschön, Lexus. Hab dich lieb. Oh.
Come on. Machen wir Meter auf 14? Sag ich, ich beobachte das mal gleich, kann ich dir gleich mal sagen. Ja. Anscheinend ist er 8 Sekunden vor uns und wir hätten anscheinend eben fast 4 Sekunden aufgeholt pro Runde. Alright. Ich habe noch 48 Liter drin, Reifen sind so semi, aber geht noch. Also 2-3 Mitte bis hoch ist drin. Okay. Danach wird es eng. Drücke okay? Ein bisschen, jetzt gerade fangen sie sich, aber es ist einigermaßen okay, ja. Aber ich mache gerade auch richtig Attacke. Okay.
Sorry, Diffy, ich hab mich da guckt gehabt. Wir haben 35 Sekunden auf P14. Okay. Sorry. Alles gut. Gut. Auf Dachjet, sorry für die lange Abwesenheit. Ich denke mal, ich werde nicht gesagt zwar, aber ich vermute mal, ja. Hi Sigi. Ja. Willst du einen Doppelten machen? Weißt ja. Du schon? Ich bin gerade richtig, also ich bin gerade on fire, glaube ich. Top, weiter so. Ich brauche aber unbedingt ein bisschen angepasste Reifen. Ja. Machen wir. Guck mal gleich mal. Ah, ist glaube ich bei ihm. So. Die aktuellen Drücke, wie er gestartet ist, habe ich schon rausgeschrieben. Ja. An daran könnt ihr dann schauen, was wir da einfach verantworten. Vorne links 28.1, 28.2 auf der Geraden. Machen wir mal 0.2 runter, würde ich sagen. Was? 0.4? Ja, 0.4. Kannst du rechts 0.2 runternehmen? Also vorne links 0.4, ja? Vorne links 0.4 runter, genau. Vorne rechts 0.2, sagst du? Ja. Ja. Links hinten rechts auch jeweils nur. Come on guys, go 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 go. Keine Zeit hier. Alles klar, hab ich gemacht. Dann ja, durchgehen. Red 5 Feedback zu Direct Drive kann ich noch nicht für mich. Es ist geil, es ist so wie ich es erwartet hätte. Auch hier und da auf einer Sinn-Expo kann man Direct Drive fahren. Garantiert noch. Nee, fahr jetzt, komm. Die Einstellungen sind auch nicht ganz optimal. Oh, mach doch nicht so Quatsch. Die Standardeinstellung. Okay, never mind. Ich hoffe, du kommst durch. Hab's lieb, danke, Essen. Daher steht aber Optimierungsbedarf an. Aber so bin ich erstmal voll zufrieden. Lassen weiterfahren. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte nur sicher gehen, dass es das aussieht. Dass da gleich schon wieder einer bereit machen müsste. Ich habe jetzt noch 37 Liter glatt auf 3,9 Verbrauch. Ja, fahr einfach zu Ende mit dem Sprit. Guck, was geht. Gerechnet auf 26 Minuten Stintzeit. Zeit ist, glaube ich, ist eh egal in dem Sprint hier. So, ja, ist ja ganz schön. Ich lasse ihn gut. Ja, nur zur Info, wir sind sowohl im Discord Voice Channel als auch in dem Teams. Aber ich nutze mir nur für die Kommunikation mit dem Fahrer und den Sport abdrücken.
Das habe ich von Hotkey belegt. Zeit ist erstmal egal, du kannst jetzt ballern, Map 1. Ich baller die ganze Zeit Map 1, ich bin noch nichts so anderes gefahren. Ja. Mach so weit geht und das gut. Schade, da haben sie uns weggeschmissen von uns im Delta. Böse werden. Ein kleiner Schlenzer macht doch keinen Magger, sagt man ja immer. Stimmt. Warte, hat ja auch keinen Einschub. Nee. Die letzten beiden Kurven und die erste Kurve sind so gekillt die ganze Zeit. Gleich runter und bist schon schön auf Dreierkurs. Bei 3, 3, 4, 3, 5 gedreht und dann 3 Kurven. Mach raus. Ich würde gerne so jetzt demnächst die Reifenbrücke einstellen. Ich habe jetzt noch 7 Runden. Also falls ihr mal gegenrechnen wollt. Machen wir nächste Runde auf der Geraden, ja? Ja. Hotkey ist nice, super. Ich versuche scheinbar so wie gerade zu sein, also kommen wir nicht mehr. Okay. So, also. Vorne links 26.1. Yes. Vorne rechts 25.5. Ja. Hinten links 26 glatt. Ja, habe ich Stopp. Ich bin auf dem Weg. Bin runter. Hinten rechts 25.7. Jo. Wunderbar. Komm mal, ne?
aktueller Stand nach 5 Stunden Rennen. Darf noch 3 Stunden 55 fahren. Die Fahrzeit in Deutschland abzüglich seiner jetzt gefahrenen Zeit. Bei Michel sind das 1 Stunde 33 Minuten. Stefan 1 Stunde 9. Bei mir 2 Stunden 29. Ja. 1 Stunde 15 Minuten gefahren, aber ich glaube, es war die zweite oder dritte Runde nach dem Boxenstopp, wo das Spiel dann nicht korrekt ist. Clear on the right. Zwei, drei Runden vor dem Boxenstopp passiert, dann geht's. Oder so. Ja, das stimmt. Wie viel schnelle fährt Radetzky hinter mir? Soll ich ihn vorbeilassen? Kann das bitte kurz mal jemand eruieren? Weil ich will ihn jetzt nicht unbedingt blockieren, weil er normalerweise schneller ist als ich. Letzte Runde 2, 3, 6, 5. Kann das irgendwie einer irgendwo rausfinden? Fährt in etwa gleiche Zeit, letzte Runde zumindest. Ich würde zu sagen, ob er ihn aufhält, ne? Divi, stelle mal deinen Reifen dort bitte noch auf 10 plus. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Was? Wo? Dein Reifen, das ist beim Boxenstopp. Ja, okay. Wie kann man das heute sicher sein? Ich hab auf 11 gestellt. Der Punkt ist weiß. Der ist bei 13 auch weiß, aber. Ja, das ist immer mal so reconnected und so. Hm. Ja, 11 sollte reichen. Ja, sehr gut, danke. Ja, der ist ja noch ein voller Fahrer auf die Strecke. Einschlagenden Argumenten. Aber das wird er gleich erst anschalten, wenn er in die Box fährt. Das ist ein Insider, den ich nicht verstehe. Ja, Hackisack, ich habe gehört, der gerade fährt, der hatte auch einen. Dann bei der Conny oder im Training. Oh. Hat er heute, bevor es los ist, auch ein. Auf dem Bereich geschickt, da war nochmal ein neues. Ich hatte die früher ja recht häufig, das ist schon vor 2 Monaten oder so, dass ich da mal mein PC auseinander wieder zusammengeschraubt habe, was auch immer das gebracht hat. Aber dann konnte ich ja zum Beispiel mit Rennen mitfahren. Oh. Perfekt, ja, konnte ich auf jeden Fall die Rennen mitfahren. Das dabei waren, aber jetzt hatte ich halt den letzten Tag, 5 Tage schon wieder 2. Da ist die ganze Luft. Ja, New Year Madness hätte ich gerne da recht gerne dabei gewesen. Fahrrennen. Um Jahresauftakt von der abgefahrenen Milch. Das hat leider nicht gepasst, aber ich habe nur gute Dinge davon gehört. Also hoffentlich. Was? Hast du zufällig eine RTX fertig ab? Nee, 2070.
Eclipse Grafikkartenstecker. Das habe ich alles komponiert. Ich habe komplett auseinandergerupft, auf die Regel raus. Den Prozessor habe ich drauf gelassen. Noch einmal alle. Einfach nie vorbei, aber rechtsseitigen Klatscher hat er mitnehmen müssen. Ja, und Festplatten-Slots habe ich auch mal getroffen. Ich habe noch eine HDD, ich habe eine SSD für Typsystem und wichtige Spiele. Eine HDD für den Rest an Daten. Tabasco Tiger dieses Jahr noch versprochen. Du hast überhaupt Fehler gefunden. Ja, hätte ich irgendwelche Anzeichen auf eine erhöhte Temperatur gefunden oder gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich noch gar nicht die Kühltaste erneuert oder so. Das ist so alt. Und die hat so keinerlei Temperatur. Das ist ein Teil von der Sekretär. Ah, da kann man es mal sehen. Nicht eine verkackte Runde, fährt eine 2 Minuten 52. Das ist eine gute Runde bei mir, wenn ein bisschen Verkehr da ist. Dann manchmal traurig. Ich finde, was man mit der Kombi schön merkt, wo die Fehler liegen. Man sich einfach nicht genug traut. Man dem Kurve nicht glaubt oder dem dynamischen Abtrieb nicht vertraut. Das stimmt, ja. Martin, stellen den Berg hoch. Da rechts links mit 200 eigentlich Vollgas durchfahren muss. Ist die Luft gut gedreht und dann merkst du, ah, okay, ich hätte doch noch Flug, wenn die wieder Platz gab. Von Laune bei der Ecke. Eclipser. Taktraten letztes noch mit. Hallo? Oh, Michel! Ah, ja. Du kannst einkaufen gehen. Ich war schon, ich bin schon wieder da. Ach so. Mich. N1. Yes, ja. Ach, herrje. Abschluss. Nee, Dampfer. So, da wäre ich jetzt schon, mal langsam den zweiten Stream vorbereiten, Streamchat. Ja, mich ist ja schnell zu uns fliegen. Dann würde ich mal direkt danach den Stefan setzen. Gar nicht zum Stand. Dann der Sigi, dann der ich. Ihnen könnte das übergeordnete Ziel heute sein, dich möglichst wenig fahren zu lassen. Ja, wir müssen das uns immer klären, wie wir es machen. Wer hat denn noch Bock zu fahren? Fragen wir mal so. Ja, ich auf jeden Fall. Gut. Bei mir also von der Duki ist ja schon schwierig. Also Stefan nicht mehr, Duki auch nicht. Oder Stefan als nächstes. Damit halt, ja, wenn Stefan. Ja, willst du noch fahren, Stefan, oder nicht? Das ja. Musst du jetzt. Das ist die Frage jetzt. Wenn ihr unbedingt wollt, dann fahrt ihr. Ich kann da gerne drauf verzichten, sag ich mal. Ja, ey, wir müssen die Stintzeit. Ja, ja, wie viel Stintzeit haben wir? Sigi ist bei 2,46. Du bist bei 1,33 gefühlt. Also kann ich noch. Stunde 9. Ja, Moment. Wie viel haben wir Max denn Zeit? Sagen wir es so. Ja, ich sage gerade die Restzeit, die wir noch fahren dürfen. Ach so. Also Max sind das. Waren das nicht 350 oder so? 3 Stunden 45. Waren das nicht in Minuten angegeben? Nee. Ach so. Stefan ist ungefähr eine Stunde 9. Heißt, wenn du das machst, dann bist du fett. Das ist fast schon zu lang. Wie gesagt, ich kann gerne fahren, aber ich weiß halt nicht, ob meine Performance, sag ich mal, noch kann. Ne? Ja, deswegen. Also wenn dann jetzt hier nach. Du bist ja immer müder wahrscheinlich. Soll ich bis zum allerletzten Furz ausreizen? Wenn du es nicht erwarten kannst, mach. Nee, brauch er nicht, er kann an der Box fahren.
Wir haben genug Zeit über. Gerade gesagt bekommen, du könntest auch gerne an die Box fahren, wir haben genug Zeit. Ich bin auf jeden Fall bei 2 Stunden 29. Auf jeden Fall. Wir haben auch fast 5 Stunden übrig. Maga, bin ich heute on fire, Alter. Leck mich am Arsch, Junge. Ja, Mann, geile Scheiße, Sigi. Ist Michel da? Ja. Michel, I love you. Ja. Rechtsvertriebsfickler. Say hello to my little friend. War nicht da, sind immer noch fast 180 Zuschauer. Krasse, krasse Scheiße. So, war das so, Sigi? Der tankt nicht, by the way. Warum nicht? Weiß ich nicht. Oh, hat er einen Tank vergessen? Nee. Doch, hab Tank, hab Sprit. Ja, aber Kraftstoff steht da nachfüllen. Bist du im zweiten Gang vor dich? Ich kann mein Dings nicht anmachen, mein Boxenlimiter. Ah, du hast getan. Du bist im zweiten Gang gewesen. Alles klar, ja, alles gut. Okay, erster Gang rein, Limiter, ne? Ey, hab ich. Viel Erfolg. Jupp! Faster car coming up behind you. Wer fährt denn jetzt als nächstes? Ich oder was? Das hält die Frage. Wie gesagt, wenn ich schon mal fahre, Linda, wenn ihr sagt, ich brauche nicht fahren, dann genau. Nee, nicht du musst. Achso. Du musst, glaube ich, schon mal fahren, oder? Warte mal. Oh. Stunde. Oh. Ja, du musst noch mal fahren. Gut, dann fahre ich jetzt nächstes Mal einfach. Ja. Piano. Michel, Piano, erste Runde, frische Reifen, Piano. So. Dann sind wir bei 3 Stunden 45 Rest. Auf jeden Fall noch ein. Ich hoffe, die Zeit für einen noch ein bisschen. Und wenn Sigi nach Fertig ist, hat er auch noch Zeit. Wieso? Wir fahren eine Stunde. Wir fahren ja jetzt voll. Für 33 Minuten. Sascha, ich grüße dich übrigens. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Samstag. Grüß Jack von mir. Sorry, Streamchat, ich mach grad mal schnell einen Screenshot für Thumbnail. Ich erstelle mal noch fix ein Thumbnail für den zweiten Stream. Soll ich weiter Map 1 peitschen eigentlich? Bitte erst antworten, wenn ich Berg runter bin, danke. Jetzt müsste ich eigentlich instant antworten. Runter. Ja. Durchfahren, ja. Okay.
Schreib mir nicht an, du Penner. Ja, ja. Danke. Vincent, seid ihr noch da? Ich kann euch nicht lesen. Weiß nicht, ob da ein Chat abgeschmiert ist. Das ist immer sehr, sehr verwirrend, wenn da nichts reingeschrieben wird. Schreibt keiner was rein. Die sind wahrscheinlich wirklich nicht mehr da oder mein Chat ist wirklich abgeschmiert. Ah, mein Chat ist wirklich abgeschmiert. LOL! Niemand schreibt jetzt Marschu, du Sack! Ah, uai, ich hab ja mega viel verpasst. Okay, Streamer. Richtig wild, dass der. Hat er's gefangen? Ich seh's grad nicht. Photoshop ist davor. Das ist ein geiles Bild, was ich hier gemacht habe. Muss ich mich selber mal loben. So ein wild nach Thumbnail. Du bist der krassesten. Nee, der Mensch! Lass mich doch mal selber loben mit meinen vaginalen Photoshop-Skills. Ey. Ich kann das halt überhaupt nicht im Bums. Gut, okay. Okay. Noch ein bisschen mehr Geld im Auto hätten, dann hätten wir uns von KW sponsern lassen können. Ja, Moment, wenn du im Stream für deinen nächsten Stream ein Thumbnail machst, wer kennt's nicht? Mir vor circa 4 Stunden auch passiert. Er sich vorbereitet, hat zu wenig Talente. Clear on the right. Car on the left. Clear on the left. Ja, der nimmt die Kurve auch vernünftig. Ach, wenn du schon so einen Alarm machst. Nee, Knipser, nicht wirklich. Nicht wirklich. Allerdings, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich habe ja dann nur die Grafik-Settings verändert, wo ich das Ding eingebaut habe. Da habe ich gesehen, ich habe ja so ein Foto-Preset, wo ich praktisch alles auf hoch habe für die Thumbnails, ja? Da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass ich Bewegungsunschärfe und hier Blumeneffekte aus hatte. Ja. Ja, mit Bewegungsunschärfe sieht es halt 10.000 Mal besser aus. Korrekt. Richtig peinlich, Mann. Das konnten wir leider auch nachdenken. Da war ich. Ja, nee, ich hab's ja gar nicht mitbekommen, dass ich das. Scheibenbrücke sind übrigens super, dankeschön. Ja, easy. Gerne. Wer hat die gemacht? Kann man nicht. Schön. Oh, vorher waren sie aber nicht in Ordnung. Ist er ganz? Ah ja. Ich seh's nicht. Photoshop im Weg. Ui, warum ist denn der da ausgeschert? Alter Verwalter, mein lieber Mann. Uff. Sind die guten Reifenluftdrücke, würde ich sagen. Ah, wir haben ihn jetzt den Achtel. Schieß los, Tabasco. Ich bin ganz Ohr.
Complete Ear. Ja, Zauberherde. Das ist Photoschop, der den Sauber macht. Dankeschön, du wunderschöner Mensch. Car on the right. Clear on the right. Großartig gelöst. Dankeschön, Honda. Inka Honda, NSX auf Bathurst. Ah, hat er. Was? Pink ist rot. Oh mein, ich sollte mal ein bisschen rausnehmen, dann ist das. Ja. Quasi die. Ich einfach auch. Besten aus auf Stammbildern. Ja, finde ich auch. Obwohl Replay mit Bewegungs- und Schärfe hat auch schon nicht Lust. Gerade wenn die Autos dann nochmal eine eigene Unschärfe bekommen, also wenn die Kamera drin kippt. Die haben sich aber hier auch gerade aus. Im Fahren draußen. Ja, da. Ja, ich hab das eh aus. Allgemein. Also, ich hab auch bei allen anderen Spielen. Ich mag Bewegungsunschärfe und diese Blumeffekte überhaupt nicht, wenn ich selber spiele. Gerade wenn es competitive sein soll. Was macht er denn jetzt? Boah. Maga, lässt du mich vorbei auf der Geraden? Das wäre super nett von dir. Du klaust mir halt unendlich viel Zeit. Also der Auto. Oh komm! Was? Du! Die Sprachfetzen, die da mal ankommen, sehr gut. Ihr seht es gleich ein. Da. Car on the right. Boah, du. Ganz schön. Aber ich mag's. Das ist wie wenn du irgendwie eine Frage im Technikforum hast, melde dich als Frau an und du kriegst 50% eine Antwort. Artikel mit einer Anführungszeichen statt ist. Wie gesagt, das Rig ist von Eusenfeld. Großzügigerweise zum Flug gestellt. Was? Das ist nicht schon Fnatic. Aber auch nicht. Auf Fnatic Alu verbreitet. Ja, die haben ja nur so Plastikrohrsätze, oder? Wie war das? Ah ne, das war Metall, ne? Wir können doch gerne da mal zu Bloody ins Interview gehen. Da mache ich mal was klar, wenn ihr seine zarte Stimme hören wollt von Bloody. Das bekommen wir hin. Ach, ich habe mich gestern nur ziemlich lange noch mit dem unterhalten auf Stream. Was wollte ich jetzt noch machen? Ach ja, ich brauche nochmal Photoshop. Ich hoffe, bei euch ruckelt es nicht zu sehr, wenn ich hier gewisse Programme eröffne. Die bekommt es zum Direct Drop Wheel, das habe ich mir gekauft. Alles nur geklaut. Eyo, eyo. Nein. Nice.
Nein, Strottel. Doch. Aber nee, auch nicht. Ich hab halt einfach die Fülloption nicht auf Deckkraft 80% gemacht. Jetzt habe ich es komplett schwarz gelassen. Ja, ist auch nicht so schlimm. Das sieht keiner. Das kriegen die eh nicht mit. Bagger, Alter, das ist jetzt aber nicht dein verfickter Ernst. Ruhig, Sigi, ruhig. Sorry. Aber das kann nicht dein Ernst sein, Alter. Ich krieg da hinter auf den Berg hinter dir her und dann machst du nicht mal Platz. Schönen guten Morgen, Alter. Das ist gerade ein bisschen schräg. Ach, der Andi. Grüße. Moin, moin. So, da haben wir das jetzt auch. Können wir das noch schnell ändern? So, wieder nach Okay, okay. Dankeschön, Lexus, hab das lieb. Mach das nicht. Oh, ey, ich hab halt hier sämtliche Fenster offen. Ich sehe halt bloß im Hintergrund immer mal so einen Ausschnitt von dem Auto und dann hörst du diese Akustik von Dizzy noch dazu. Oh. Alles gut, nichts passiert. Ich bin dann halt immer gleich hektisch am Fenster schließen. 23 Runden kann man fahren, Dizzy. Abgreift. Ja. Oh, vorhin gesagt, 3 Stunden 45. Stefan noch. So, und dann fährt Stefan noch ungefähr bei 2 Stunden 45. Also müssen wir 2 ein bisschen auf uns drei dann aufteilen. Hey, wir haben halt. Ich hab halt ein Problem. Okay. Ja. Ich kann den Stream jetzt nicht ausmachen. Es sind immer noch keine 500 Likes hier. Verdammt, nochmal. Da kann ich den noch nicht ausmachen. Bekommen wir da noch 30 hin? 30 brauchen wir noch. Auf geht's. Fleißig nochmal die Däumchen drücken. Hilft mir weiter und euch auch. Also euch wahrscheinlich weniger, aber mir. Aber es kostet euch nichts. Oh, da nimmer mehr. Oh, 483. Eieiei, jetzt brauchen wir noch 17. Dann haben wir es. Oh, 16. Guck mal, wie zu Silvester runterzählen. 15. 14. Nee. Oh, 13. Kannst du es bitte. Oh, 9. 9 brauchen wir noch. Oh Mann, jetzt wird's heiß. Jetzt wird's richtig wild. Oh, nein! Hat einer ein Dislike. Ja! Leer, der Zeiger steht schon zurück. 10! 9! 10! Oh! 5 sind's noch. Eigentlich ist es ja nicht meine Art nach Däumchen, aber die 500, die muss halt stehen. Also. Das sind wieder 8. Jetzt sind noch 3. Das sind aber zählt auch einmal die 500 oder danach wieder runtergehen? Weißt du, ne? Ja, gut. Ich denke, wir lassen das jetzt. Danke erst. Kommt eh aus dem Spiel. Ist das so? Kommt an, wie oft man bettelt. Also, wie gesagt, ich bedanke mich erstmal für die vielen Däumchen. Wir hören uns gleich in einem anderen Stream wieder. Dauert ca. 5 Minuten, dann bin ich wieder da. Warte mal, ich kann euch ja schon mal den Stream-Link hier reinposten. Das wäre vielleicht ganz intelligent.
wurde am Ende der Gang ganz gut gebogen. Nochmal schön auf hier. Ich hab mal, ich hab, oh, 500 Likes, nice. Ich spam mal hier den Streamlink rein vom neuen Stream. Wir auf sehen 500, uns dann gleich. 500, los. Ja, Mann, schnell beenden. Also, wie gesagt, wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Ach nee, wir müssen ja Pause machen. Ich kann ja auch Pause machen. Nee, machen wir doch Ende. Komm, wir machen Ende. Richtig wild. Auf das Lied fragt, hey Männer, ich fahre ab und dann auch mal ACC spielen. Haben motivierte Leute, die Lust haben, so etwas zu finden zu fahren. Benötige ich spezielle Dinge dafür? Eigentlich nur Forumzugang zur Community deiner Wahl. Hier in diesem Fall SimRC. Es gibt aber auch noch die VRL, es gibt die VMS, es gibt RRVGT, es gibt die abgefahrenen Community natürlich. Diverse Lied- und Spezial-Events solcher Art stattfinden. Wenn du dich da so ein bisschen rumtreibst und nett und kommunikativ bist, dann findest du die Leute zusammen ein. Du kannst vielleicht noch Fahrer suchen oder. Da würde ich einfach mal die Namen, die ich gerade genannt habe, und vielleicht dahinter Super Racing oder so, oder Community, auf Google googeln. Dann kannst du dir bestimmt einen netten Leuten in einer netten Team. Würdest du mir einen Gefallen? Machst du Platz, bitte? Übrigens der DP, AKA Mien. Aber nicht so viele KI auf die Konsolen machen, geschweige denn so viele Multiplayer, die auch weiter so machen. Das liegt einfach an der Hardware der Konsole. PlayStation 4 und Xbox One sind 8 Jahre alt, 8 Jahre mittlerweile in 2020. Da ist sowohl die CPU, also der Prozessor, als auch die Grafikkarte voll am Limit. Und das ist ja auch kein Grund. Wir haben einen Portierer. So, Feierabend, sorry. Ey, tut mir wirklich leid, aber du gehst mir auf den Pinsel. Das war nicht nett. Wir waren das Gamen. 39 muss mir, nee, 300 muss ich mir merken. Sorry, Maga. Das war nicht nett, aber das geht mir richtig auf die Eier. Ich verdödel immer so viel Zeit, wenn die da vor mir rumgurken. Weil ja, die alle auf dem Berg so langsam fahren. Hinter ihm. Der Audi. Hi. Ja, 250 Sekunden eben. Hätte auch schon sehr lange vorher überwunden. Ja. Ja, auf jeden Fall ist die Hardware der Konsolen am Ende. Die gibt es nicht mehr, deswegen ist da bei der Standardversion auch, glaube ich, der Punkt zum Beispiel keine 60 PS. Ja, auf der PS5 komplett und auf der PS5. So, da sind wir wieder. Den Chat. Wir sind wieder live. Richtig verrückt, Mann. Bist du aber. So, also es dauert jetzt circa noch eine Stunde, dann darf ich auch wieder fahren. Also anderthalb, denke ich mal. Wie viel Sprit hat Dizzy jetzt noch? Ja. Sprit? Was? Wie viel Sprit hast du noch? 77,1. Ja, also Dizzy hat jetzt circa noch einen halben, dreiviertel Tank. Streamlink aktualisieren, warte mal, welchen müssen wir denn aktualisieren? Nein. Achso, ja, ich brauche ja deinen, muss deinen ja auch noch aktualisieren. Richtig wild. Okay. Chatfenster fehlt. Moment. Also es sollte jetzt hoffentlich gleich wiederkommen. Das dauert immer eine Weile, bis es wiederkommt. Ich hoffe, es kommt jetzt gleich.
Das ist, wenn man die Streams dann switcht, da funktioniert das nicht immer gleich. Ich hab mir, schon rausgelutscht. Alles gut. So. Ich schon 600 Likes. What? auf dem jetzt hier? 150 was? Ja, also 150, wieso hast du nur 150 Zuschauer? Das ist ja übelst lächerlich, Mann. Nee, sind's nicht. Es sind momentan nur 83, weil die jetzt alle zu dir gekommen sind, ja, ja. Bei 300 ist das. Ja, wir hatten einen Disconnect, also nicht wir, sondern Duki. Und dann hat man hier und da mal noch einen kleinen Rempel, einen kleinen Unfall. Auf alle Fälle geht's jetzt wieder straff nach vorne, hoffe ich. Weiß nicht, wie weit wir jetzt. Das kriegen wir noch hinten. Also. Ja, ich glaube 30 Sekunden auf dem 15. Ne? Ja. Ja, gut, das kriegt man noch hin. Kriegen wir noch hin. Keine Angst. Top 10 schaffen wir noch. Werden wir sehen. Kriegen wir bestimmt hin. Jetzt oben links der Ferdinand im Bentley. Einer witzigen Fahrernummer, denn unsere 7. Und der Bentley ist die Nummer 666. Aber auch schon. Das war so der Nachbar. Mein Chat möchte nicht wiederkommen. Was war das jetzt? Ey, jetzt mal ohne Scheiß, Jungs. Fahren die vor mir alle so schnell, dass ich da nicht rankomme? Aktuell circa 28 Sekunden. Ja, kommt da dran, aber spitzen. Ey, hat jetzt irgendeiner auf den Tisch geklopft? Für 2-4-2. Was? Jetzt Runde 2-4-2, Ferdinand. Sag mal, hat Dizzy gerade auf den Tisch geklopft? Oder irgendwo? Alter, bei mir im Ohr da war gerade wie ein Schuss. Das ging einfach nur. Das kenn ich. ACC-Problem. Alles andere wird leise und macht so zu. Ja, das klang wie ein Schuss. Alter, was? Ich hab mich jetzt übelst erschrocken, Mann. Aus der Kontrolle geraten ist Feuergeräusch vom Auto. Absolut krass, Mann. Das war halt einfach nur wie so ein Schuss geklungen und da war alles leise. Ja, was zur Hölle? Ey, das hatte ich noch nie, Mann. Weißt du, was ich hatte? Car on the left. Fatal Error. Gear on the left. Ah, sehr gut. Richtig, richtig gute Ambition, um dein Stint nochmal zu fahren. Deadbox. Mut, bin ich wieder her. Oh! Nein, du machst eine Rennleitung klar. Befahre, weil man. Doch, er ist zu gut. Warum läuft er jetzt wieder so schlecht? So, jetzt soll das alles hinhauen. Oh mein Gott. Das war noch eine alte Einstellung. Ach Mann, scheiße, Leute. Da ist dunkel. Fett ist zurück. So, da gehen bei mir jetzt die Zuschauerzahlen bestimmt nach oben, weil bei dir das Bild schwarz ist. Die wollen halt nichts verpassen. Du leckst auch gerade wie Sau. Oder bin ich das? Du leckst gerade wie Sau. Okay. So, Chat ist wieder da. Ich bin glücklich. Perfekt. Oh, lecken könnte vorbei sein. Genau, Lisa hat mir gerade eine geklatscht. Das war der Knall. Und alles mit Leid. Und ich hatte ein Piepen im Ohr. Ach Mann, ja, Thomas läuft bei mir richtig. Hallo Heiko, ja, passt soweit. Aber du leckst. Oder ist Discord was leckt? Wahrscheinlich ich, weil du leckst nicht. Du leckst nichts.
Kann auch in Discord liegen. Aber du klingst ja super. Car on the left. Clear on the left. Nee, Tabasco war doch lustig, ich hab das schon verstanden, alles gut. Thomas Klammer sagt, Luki, leg dir mal gescheite Technik zu. Ja, voll. Absolut zu. Ja, hat er vollkommen recht. Das Rennen ist noch 4 Stunden, das kann ja alles passieren. Andrew Zocker, richtig geil. Also ich bin sehr zufrieden damit. Das ist korrekt, OM. Ach so, ja, wir wollten ja mal... Oh, ich werde bei Bloody erwartet. Okay, da gehen wir mal zu Bloody. Da verabscheue ich mich mal. Warte mal, da machen wir hier mal den Sound noch ein bisschen leiser, dass wir hier auch ordentlich miteinander reden können, weil das bei mir relativ laut auf dem Ohr ist. Das ist angenehm. Obwohl, das ist immer noch zu laut. Ja, egal, es geht schon. Discord. Discord ist hier. Also ich gehe mal zu Bloody rüber, ne, Jungs. Wenn irgendwas ist, anrufen. Ja, Michael, dann lass gleich mal ernsthaft wirklich überlegen, was ich mache. Auf Fahrer. Das irgendwie hinkriegen. Die Schule ist weg. Oh, okay. Dann bleib ich da. Dann können wir ja schon mal überlegen. Können wir machen, gerne. Vielleicht mal durchrechnen. Wenn und das maximal ausreizen reicht, weil ich das kann. Oder dass ich vielleicht am Ende nur irgendwie eine halbe Stunde brauche. Keine Ahnung, das heißt immer. Aber ich habe keinen Bock auf einen neuen Abschluss. Ja, das ist scheiße natürlich. Ey, Boys, tut mir echt leid, aber ich komm, kann keinen Pace fahren. Ich habe entweder immer irgendeinen Scheiß vor mir oder irgendeinen Scheiß hinter mir. Ich komme nicht in der Gänge. Kein Thema, alles gut. Dizzy, alles okay. Die sind overall alle relativ langsam jetzt ringsum. Die fahren alle 2,5er Zeit. Ja, I hate it. Ich würde gern 2,3 fahren. Ja, würde ich auch gern. Wow, man. Na, du fährst ja 2,1, also halt die Schnauze. Weiter konzentrieren und auf geht's. Naja. Come on, Fefe, Baby, du bist schneller als ich. Push, push.
Faster car coming up behind you. Auto kaputt? Nee. Okay. Car on the left. Clear on the left. So, wie viel Schaden? 54, also mit 24 Sekunden, ja. Ich glaube, wir können den Stint wechseln. Ich steck so scheiße im Verkehr, ich komme nicht durch. Also jetzt mal ohne Scheiß, ich würde eher sagen, dass wir jetzt einen Fahrerwechsel machen, irgendwie, als dass ich den Scheiß jetzt hier noch durchziehe, weil ich komme hier einfach nicht durch den ganzen Alarm. Warte mal kurz. Und wenn ich muss jetzt kurz mal... klären. Dizzy, du musst noch... Warte mal. 6 Runden draußen bleiben. Ja, das ist kein Problem, alles gut. Okay. So, bitte Stefan jetzt bereit machen. Jo. Ich gebe dir gleich nochmal die Brücke durch, ja? Ja. Okay. Kannst du? Ja. Vorne links, 26.1. Ja. Vorne rechts, 25.5. Ja. Hinten links, 26.0. Ja. Hinten rechts, 25.7. Ja. Wunderbar.
left. Clear on the left. Ey, Mann! Wenn ihr auf den Geraden schneller seid, dann fahrt auf dem verfickten Berg auch schnell, Mann! Oh, ihr kotzt mich alle an, Alter! Ohne Scheiß, da kommt ihr mit euren ganzen Topspeed-Scheiß angeflogen, aber kommt auf den Berg nicht aus dem Arsch, ey! Wie war das noch vor Beginn? There's some light damage. Oh. Faster car coming up behind. Watch out. Wie viele Runden muss ich noch draußen bleiben? 3, 4? Aktuell sieht's aus wie 2. Ja, blink mich mal an mit deinem Boot, Leo, und dann oben auf dem Berg wieder einschlafen. Nix ist. Spielt sich gar nichts ab. Na klar. Na klar, darf doch einfach mal rein. Natürlich, warum denn nicht? Top Typ. Also eine musst du noch. Naja, ja. So, wie sieht's aus? Ich brauche Reifen. Haben wir Reifendrücke eingestellt? Haben wir alles eingestellt, ne? Wird mir gemacht haben, ja. Ja, ich bringe das Auto rein. Ich habe keinen Bock gerade. Ich bin richtig frustriert von dem Scheiß. Ich fahre gerade. Du musst nach der Runde noch eine fahren. Das ist Fakt. Oder nee, komm rein. Komm bloß, fahr rein. Dann können wir nicht mehr Map 1 fahren. Dann können wir was? Dann können wir nicht mehr Map 1 fahren. Dann fahr rein. Ich fahre dann noch eine. Nee, dann fahre ich noch eine, wenn wir keinen Map 1 fahren. Auf die eine Sekunde kommt es dann auch nicht mehr an. Ich mach mich mal ready. Ja. Yeah. Und bitte Reifensatz auf 12. Yes, mach ich. Bin ich gerade dabei.
So, dann bin ich ein bisschen am Mute, ne? Jo. Ja. Unfälle, Moritz. Disconnect. War alles mit dabei. Also die Audis, die sind schon ganz schön wild, kann das sein? So, die sind jetzt alle gemutet im Discord. Ja, moin. Das könnte ich so pauschal jetzt nicht unterschreiben. Was? Ja, dass die Audis waren. Ja gut, wenn ich sehe, wie viele da hier über die Probe hinausschießen. Den Honda da bitte vorbeilassen. Ja, ich weiß. Car on the left. Clear on the left. Oha. Letzten vier Stunden sind erbrochen. Oh Mann. Oh mein Gott. Sorry, Maga. Hinter mir. Ihr seht, er hört dich nicht. Das sind einfach nur KI-Gegner. Denk einfach, das sind KI-Gegner. Es ist einfach nur für mein Gewissen, falls irgendeiner dieser Fahrer irgendwann meinen Stream guckt, dass sie wissen, dass ich das bestanden habe, was kacke ist. Ist egal, es geht nicht darum, ob die KI-Fahrer sind oder nicht. Ich habe halt fucking 40 Minuten im Verkehr festgehangen und dann musst du die immer vorbeilassen und auf den Berg trödeln sie und ach. Das hat so viel Zeit gekostet. Der zweite Gesinn war einfach ein Riesenhaufen Scheiße. Ich komme jetzt rein. Jo. Ist das Map 1? Ja, ne? Dass wir Map 1 fahren können? Ja. Sehr gut. Stefan, so dass du 30 Runden kommst, circa. Jo. Du müsstest dann in Runde 256 rein. Jo. Muss dein TC noch umstellen, Bremsballons? Mach ich. Ja. Tabasco, weil das halt so ist. Er macht das hauptberuflich und Twitch ist rein finanziell gesehen, also wenn man damit Geld verdienen möchte, ist Twitch, wie soll ich das sagen, deutlich attraktiver. Problem ist so. Also du kannst mit Twitch besser Geld verdienen, auf Deutsch gesagt. Deshalb sind wir auf YouTube. Oh. Weil wir damit nicht viel Geld verdienen wollen. Beziehungsweise ich mach's hobbymäßig. Ich freue mich natürlich über alles, was hier gespendet 10, wird, sage ich 9, mal. 9, 8, 7, 6, und 5, ich kann's nur immer wieder 4, sagen, ich stecke einen riesengroßen Teil hier 2, in das Rig rein. Definitiv. 1, und Autos frei. Um die Streams halt hier und da ein bisschen weiter auszubauen. Wenn das dann wirklich mal so weit ist, dass mir es endlich geschafft, dann. Du bist einfach gehofft, viel Glück! Dann wird es. Habe ich mir das alles schon eingeplant, dass es da für mich einen separaten Raum gibt. Da wird es dann auch andere Streams geben. Also, ich werde nicht beim Simracing bleiben. Und dann werde ich die ganze Sache vielleicht noch ein bisschen ausbauen. Um da noch gewissen anderen Content bieten zu können. Vielleicht hier und da mal ein Let's Play oder irgendwas, da hätte ich schon Bock drauf.
Und ja, müssen wir sehen, wie das dann wird. Michi, let's play Cake Shop 2 Interview. Was? Photoshop 2? Cake Shop 2. Ach so. Ja, ausgereifte Backshop-Simulation. Der Koch-Simulator? Nee, fast. Noch wenig Niveau. Der Fleisch ist in Richtung, Fleisch jetzt nicht unbedingt in Richtung was mit Autos. Ich spiele auch andere Spiele gerne. Also wie zum Beispiel Horizon Zero Dawn. Sowas zum Beispiel sehr gerne. Ich hab's angefangen, aber nie zu Ende gespielt, wie das mit den meisten Spielen so ist. Gerne hast du es gespielt. Bitte? So gerne hast du es gespielt. Ja, es war ja richtig geil, aber irgendwann verlierst du dann halt einen Faden. Alles gut, Buxa, alles gut. Alles gut. Schon wieder da. Sieh! Meine Säule. Alter, Quacksbruchpilot. Bitte? Warum das denn? Nein, Quatsch, Mann, war ein Witz. Ja, alles hey, gut, bist super gefahren. Guter Sinn. Du wirst es anders sehen, aber... Ja. Nein, wieso? Hat jeder jetzt sein Fett wegbekommen und ab jetzt heißt keine Crashes mehr machen und alles wird gut. Ich bin da nicht durchgekommen, weil die auf dem Berg alle getrödelt haben. Und dann musst du die ja vorbeilassen. So, und auf der Geraden, wenn sie mit ihren 500 Topspeed ankommen, dann kriegst du ja irgendwann eine Strafe dafür. So, und wenn sie auf dem Berg wieder, die haben auf dem Berg, haben die so, sind die so geschlichen, dass gar kein, ich hatte nicht mal mehr genug Downforce, dass das Auto liegen bleibt. Das war so nervig. Und das ist mir zweimal passiert und dann kam der nächste. Das war echt scheiße. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass du wahrscheinlich jetzt gerade die Stints erwischt hast, wo die in Anführungszeichen schlechteren Fahrer auf dem Auto sitzen. Na, das spielt halt auch so eine Rolle, ne? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, ich würde Position 8 oder 7 gar nicht gehalten. Das stelle ich mal. Ey, und was fahren die denn vor mir? Die sind doch alle vor mir nicht 100% schneller gefahren. 14, 15 und 13. Müssen wir dann mal ins Lifetime gucken. Das habe ich jetzt nicht weiter verfolgt. Ich fahre gar nicht der Tone. Und es muss doch nicht besser werden. Wir sind natürlich jetzt schon bei höheren Temperaturen angekommen, wo dann die 2-2er-Zeiten schon schwer werden. Sind ja bei 28, 36 Grad, das ist schon recht warm. Was macht denn Stefan dort? Wow. Bitteschön, Christopher, gern geschehen. Ja, Red müssen wir sehen, also wie gesagt, just for fun. Werde ich das bestimmt mal mit einbauen, ob man das dann auf Twitch machen oder auf YouTube, das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Bock hätte ich auf alle Fälle. ABS 5.5, soll das so? Ja, hat er sich eingestellt. Ach so, okay. Wahrscheinlich, weil er gerade anfängt. Denk mal, stellt nachher noch ein paar rum. Vermutlich. Ich frag, Leute, wenn ihr ABS einstellen sollt, 5-5. Der Schieb ist da. 9-9. Das ist korrekt, Brigi. Das ärgert mich so sehr, Leute, gerade. Die sind halt grundsätzlich immer irgendwie 1,5 Sekunden langsamer gefahren. Und auf dem Berg hat das echt extrem gestört. Also der zweite Stint, der nervt mich wirklich. Da ging so viel Zeit flöten. Und ich habe keinen einzigen Meter auf irgendwie 14 oder glaube ich 13. Kein einziges Stück. Gar nichts. Das ist halt noch nerviger.
Oh Mann, ey. Fuck. Keine Ahnung, ob wir da noch irgendwas machen können, um weiter nach vorne zu kommen. Ich glaube, da müssen wir schon viel Glück haben, dass wir Top 10 werden. Nee, da war gar nichts mit Pace, Orange Shoes. Also wirklich, also der zweite Stint war überhaupt nichts mit Pace. Weil die hat, also die, das Ding ist halt, dass die Leute alle Topspeed hatten und ich dann halt in dem Verkehr gelandet bin, wo die Schnelleren gekommen sind, also die die Überrunder, und die musst du ja vorbeilassen. What the fuck? Und wenn du die nicht vorbeilässt, dann kriegst du halt Strafe. Und dann halt die anderen wieder, die mit der blauen Flagge, die blaue Flagge hatten, die haben halt keinen Platz gemacht. Nee, das waren eben keine guten Zeiten. Also der zweite Stint war kacke. Alter, übel, Stefan. Was zur Hölle war das? Keine Ahnung, ey. Der eine Audi, der hat mich halt irgendwie schon wieder 3 Runden aufgehalten, und in den 3 Runden ist von hinten wieder einer rangekommen, der musstest du den wieder vorbeilassen, und du bist halt, also man ist halt in der 1 Stunde, die ich gefahren bin, bist du halt nicht auf Tempo gekommen. Und das ist halt nervig, weil das Tempo hätte viel, viel höher sein können, und dadurch haben wir halt auf die Vordermänner wieder Zeit verloren. Und deswegen ärgert mich das, weil ich so viel trainiert habe dafür. Was man ja, denke ich, auch im ersten Stint gesehen hat. Nee, ich möchte gerade, also jetzt, just in dem Moment, möchte ich kein Interview geben. Da kommen keine guten Antworten bei rum, das möchte ich nicht. Ich möchte gerade einfach erstmal ganz kurz für mich sein. Achtest du ein bisschen auf deinen Spritverbrauch? Mach ich. Danke, Lone Survivor übrigens. Ich zieh mich da nicht runter, ich schätze das nur realistisch ein und ärgere mich darüber. Weil man halt ein bisschen Ehrgeiz hat. Alles gut. Spritverbrauch muss ungefähr bei 4 Liter sein. Am besten drunter. Okay. Ich sag aktuell 3,96. Was? Du kannst von mir aus auch ab und zu mal 2-3 Runden Map 2 fahren. Mach ich gleich mal, ja. Ja, ja. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schon wieder. Oh Gott, danke schön für 11. Vielen Dank. Und danke, Chat, für die netten Worte. Das ist lieb von euch. Ich möchte mich trotzdem kurz einfach innerlich noch ein bisschen ärgern darüber. Nur ein bisschen.
Next Station, dankeschön. Ich habe übrigens nur ein bisschen geschwitzt. Mein ganzer Hoodie ist durch. Mir läuft Schweiß den Nacken runter und meine ganze Kapuze ist nass. Kannst du mal den Bot neu starten? Dafür müsste... Ja, wenn ich das nächste Mal aufstehe, ich müsste meinen Rechner hochfahren fix. Kann ich machen, ja. Aber meine Damen und Herren, der erste Stint war ganz schön schnell. Ich glaube, der war sogar schneller als Xetrin seine. Das muss man ja mal ganz kurz hier anmerken. Aber auch nur falsch. Kapi. Automatismus zeigt. Das ist sehr viel Automatismus. Deswegen fährt man vorher halt sehr viel, dass der Körper das automatisch macht. Also, sagen wir mal, du siehst deinen visuellen Punkt fürs Bremsen und dann löst dein Körper quasi das aus, was er auslösen soll. Ich wollte auch vorfahren, aber ich habe es in der Stunde nicht geschafft, einen einzigen Platz zu kriegen. Und ich bin wirklich, ich bin wirklich so auf der Messerschneide getanzt. Aber ging nicht. Also im zweiten Stint, ich hätte noch mehr fahren können im zweiten. Also so zumindest vom Gefühl her wäre ich noch schneller gewesen, aber naja, das sollte nicht sein, wegen dem Verkehr. Da bin ich halt einfach nicht vorbei. Der eine Audi, der hat mir echt den letzten Nerv geraubt. Oh, Duki ist abgeschmiert. Der Audi, der eine, den ich gedive-bombt habe, Entschuldigung übrigens an der Stelle, der ging mir halt richtig auf den Pinsel. Da war dann auch vorbei, da hatte ich irgendwann auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, da hatte ich dann auch keinen Bock mehr. Weil ab da ging das dann los, dass halt die anderen sich aufgestaut haben. Kann man dann in dem Moment natürlich nichts machen, aber... Das Rennen wird es, denke ich mal, bei YouTube nochmal geben, Leute. Ich muss bloß gleich mal ganz kurz den Stream neu starten. Damit das bei YouTube in voller Länge da ist. Obwohl. Schnatzi, bist du noch da? Läuft die Aufnahme? Ja, ne? Weil dann brauchen wir nicht neu starten. Dann kann man das daraus machen. Das sieht eh besser aus. Wir haben noch 3 Stunden. Kannst du ältere Sachen weghauen? Irgendwie so 2, 3 oder so? Ach so, für YouTube. Ja, YouTube müsste man mal neu starten. Aber dann müssten wir ja den Stream hier auch mal starten, glaube ich, oder? Schafft man das mit dem G29 gut zu fahren? Man kann eigentlich alles fahren, zeigt. Also Xetrin, der jetzt gerade hier vorne sitzt, der ist auch eine ganze Zeit lang Logitech gefahren und das sehr, sehr schnell. Also das geht... Ist eben geflogen? Ah, das war Duki. Okay. Macht eben Router Restart. Dann ist er wieder am Schlüssel. Ja, Christopher. Das habe ich auch immer gesagt. Dieses komische Internet wird sich nie durchsetzen. Ja.
guten Tag, manchmal mit dem 56 km/h, Bruder. Wie haben wir denn jetzt die Stints eingeteilt? Ich fahre jetzt nach, Stefan. Fährst du doppel? Hätte ich vorgehabt, ja, wenn ich darf. Wenn ich darf. Xenrin fährt auch doppel? Nee, der fährt nur ein. Das heißt, der darf bloß noch eine Stunde, 100 Minuten. Das ist kein Doppelstint mehr. Wer fährt dann den? Also bleibt am Ende quasi so ein halber übrig, oder wie? Eine Stunde bleibt übrig. Also viel schneller geht aktuell bei den Temperaturen gefühlt nicht. Ja, das ist korrekt. Es ist relativ warm. Konzentriere dich weiter. Alles gut. Okay. Eine Stunde wäre übrig. Wer kann denn noch eine Stunde fahren? Entweder Dugi oder ich, oder? Wenn du doch willst. Ja. Wie gesagt, Map 1 kannst du jetzt fahren, ne? Oder hast du schon mal geswitcht zwischendrin? Ich hab schon geswitcht. Ich fahre jetzt auf Map 1 die ersten 4-5 Runden. Okay. Wie gesagt, 30 Runden ist das Ziel. Jo. So, jetzt nochmal Dizzy. Wenn du doppelt. Also, Xenre fährt jetzt 100 Minuten. Ah, ne, 1 Stint. 1 Stint, 60 Minuten. Also, er müsste gegen 21.10 Uhr wieder in die Box kommen. Ja. Ne, gegen 21 Uhr, so rum. Aber wieso kannst du denn noch einen Doppelstint fahren? Weil ich noch 120 Minuten übrig habe. Okay. Ja, dann ist er. Entweder du gehst. Stefan hat ja vor uns 2,5 gefahren. Ah, stimmt, richtig. Der hatte ja den Unfall zwischendrin. Ja. Ja, denn Dugi oder ich, oder wie? Einer von euch beiden. Also Dugi. Nee, du. Du fährst den ganz einfach. Nee, warte mal. Ach, ich bin verwirrt. Naja, wenn. Also sagen wir mal so, wenn es eine Teamentscheidung ist, dann fahr ich. Also Platzierungsentscheidung. Wenn wir nach, wer hat. Keine Ahnung, am meisten Spaß oder will, dann ist Dugi. Ja, also wie gesagt, ich kann noch einen Doppelstint fahren. Ich habe noch eine Stunde 33 übrig. Ja, ich quatsch mit Dugi gleich mal. Ach so. Was der also wenn ihr noch einen Doppelstint fahren wollt, ist das kein Problem. Nee. Dann verzichte ich auch auf einen. Nee, alles gut. Also für mich musst du, also ich würde meinen Stint dann abgeben, weil du bist eindeutig der Schnellste und der Schnellste sollte die Zeit ausreizen. Also... Also da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, denn also dann verzichte ich auf meinen Stint, dass du nochmal was rausholen kannst. Mein Top 10 wird, glaube ich, nichts, außer irgendwer meint es sehr, sehr gut mit uns. Wir müssen zu Gott beten. Aber ich bin nicht gläubig. Doch, ich glaube an deine Fähigkeiten. Seit heute. Also bin ich dein Gott? Nee, aber ein guter Lehrer scheinbar. Scheinbar ein guter Lehrer. Irgendwie hast du es ja hingekriegt. Setup-Gott auf jeden Fall nicht. Fick dich, Stuki. Liebe geht raus. Nee, Tabasco. Also ich will jetzt niemanden zu nahe treten, aber das ist halt so eine Sache, das ist eine Einstellungssache. Also ich kenne jetzt, glaube ich, auch keinen, der da sonntags immer ins Gotteshaus geht. Also persönlich jetzt nicht. 133 Minuten Dose, nicht eine Stunde 33, sondern 133 Minuten. Ach so, das sind ja zwei Stunden. Zwei Stunden also, und drei Minuten. Das heißt, Michel könnte einen Doppelstint fahren, wenn wir einen Stint mit 60 Minuten rechnen, was wir tun. Und da wir gerade Map 1 fahren, also wirklich mit Messer in der Zähne, dann fahren wir 60 Minuten. Ja, wichtig ist, dass Stefan jetzt halt erst bei 3 Stunden wieder in die Box fährt. Bei gestrichen 3 Stunden. Das hat sich alles ein bisschen verzögert, so wie ich das sehe, weil wenn ich jetzt hier bei mir auf der Uhr gucke, dann sind wir 24.05 Uhr erst fertig. Ja. Aber das hängt nur mit der Einführungsrunde zusammen, weil da die Zeit noch nicht runterzählt. Chris Grenadier, ja.
Dinge passieren. Zentrin verbremst sich erstmal hart. Aber hat er gut gekriegt. So, ich gehe mal kurz auf Cast. Nazi, bist du zufällig da? Na, wir müssen das dann auswürfeln. Können wir das... Warte mal. Was? Warte mal kurz. Können wir das fix machen, Snazzi? Ich schreibe dir dann kurz im Discord, ja? Und Stuhlsen, ich starte den Bot neu. Das mache ich jetzt auch alles gleich in einem Ritt. Jetzt kannst du wieder. Danke, Michael. Sorry. Genau, also Duki muss erstmal sein Internet wieder fixen. Aber der hat ja noch, sag ich mal, 2,5 Stunden Zeit dazu, das wieder zu fixen. Eventuell mal den Router aufschrauben, die Lötpunkte mal nachlöten. Easy. Stefan? Ja. Versuch Ruhe reinzubringen. Überfahr das Auto nicht. Ja, ja. Du fährst ziemlich wild. Nee, einfach easy fahren und nicht versuchen zu pushen, da kommen die Zeiten von alleine, trust me. So, wenn das jetzt entspannt macht, fährt er nächste Runde 20025. Exit war jetzt hier nicht so geil. Leidest du unter Spielesucht? Der! Das muss man halt klar definieren. Also, Spielesucht ist in meinen Augen, wenn man sein komplettes Umfeld dadurch vernachlässigt. Ne? Also, das mache ich ja nicht. Na? Also, ich gehe nach Vollzeit arbeiten, ja. Und ich mache das hier nur als Hobby. Klar investiere ich relativ viel Zeit in dieses Hobby, das muss man dazu sagen, aber das hat im Endeffekt nichts mit Spielesucht zu tun. Klar ist es eine gewisse Suchtsache, dass man sich mit anderen die ganze Zeit messen möchte, aber Spielesucht ist ein böses Wort. Das sind dann wirklich die Leute, die 24/7 vor der Kiste hängen und die in ihrem Leben halt nichts gebacken bekommen und dadurch halt in Abgrund geraten. Was anderes ist natürlich, wenn du 24/7 vor dem Ding hängst und deinen Lebensunterhalt damit bestreitest. Weil dann ist es deine Arbeit. Ja? Das muss man halt in der Sache ein bisschen unterscheiden. So. Bin wieder da. Ja. Ich frage dich da nochmal was. Fahr erstmal einen Berg. Jo. So. Sergio Uino, ich habe dazu mal ein Video gemacht. Das Einzige, was, müsst ihr mal gucken, mein Rig oder so, in meinen Videos müsst ihr mal gucken. Das Einzige, was da nicht mehr up-to-date ist, sind die Bildschirme. Also ich hatte vorher 340 Zoller und jetzt habe ich diesen 1049 Widescreen. Ansonsten ist das alles noch ziemlich identisch.
Bei Duki alles gut? Nee, er hat Internetprobleme. Oh nein. Wie viel Stint-Zeit steht jetzt oben links bei mir noch? Du hast noch 1 Stunde 33. Okay. Also hast du es gerade mitbekommen? Ja, ich kann kein Doppelstint mehr fahren. Nee. Ich auch nicht. Scheiße. Duki muss fahren. Jawohl. Ich glaube, ich habe ja gerade ein bisschen weniger gefahren. Obwohl, warte mal. Ich kann. Dann muss einer von uns jetzt nicht mehr fahren. Wenn Duki Internetprobleme hat, dann müssen wir das bei der Liga-Leitung melden. Dass wir die halbe Stunde dann irgendwie noch gut geschrieben. Wollen wir das so machen? Muss ich nicht. Also, ich glaube, bei mir ist noch genug übrig. Wie viel Dizzy? Sag ich dir gleich. Nee, Dark Eminence machen wir nicht. Wie gesagt, dann habe ich einen Haufen D-Abos. Aber komm mal kurz für die Cam. Ganz kleiner Spoiler. Sag ich dein Penis? Dann muss ich noch einschalten. Dann muss ich erstmal hier anreiben. Dass man den dann sieht. Reibepfeifchen. Hi, Dirk. Michel muss ich als Duki einloggen. Alter, was fährt der Hauser für Zeiten? Das ist doch nicht mehr normal. Das fällt zum Glück auch überhaupt nicht auf. Nee, dass er auf einmal 3 Sekunden schneller ist. Und dass es halt noch gestreamt wird. 1 Stunde 56. Komm. Ja, da haben wir nämlich schon das Problem. Nee, reicht noch. Nee, reicht eben nicht, weil es nicht für 2 Stints reicht. Es reicht nicht. Wenn wir unsere beiden aufteilen, dann wir können sie nicht aufteilen, weil wir dann einen zusätzlichen Boxenstopp machen. Verstehst du das? Hör mir doch einfach zu, genau das wollte ich doch jetzt gerade sagen. Und Duki schafft es auch nicht. Also müssen wir das so machen. Wir müssen einen Boxenstopp mehr machen. So, jetzt können wir uns aussuchen, ob wir beide jeweils eine halbe Stunde Stint fahren und dann richtig Attacke machen in dem anderthalb, also in dem halben Stunde Stint. Oder nicht? Warte mal kurz. Wie viel Sprit hast du jetzt noch? 64 Liter. Map 2 nochmal? Ja, mach mal Map 2, ich muss rechnen. Okay. Scheiße, jetzt hab ich. Was hat er jetzt an Sprit verbraucht? Was hat er jetzt an Sprit gesagt? Hab ich nicht zugehört. Scheiße. Stein nochmal fragen. Irgendwas mit 60. Chat sagt 64. 64 aus 2 Quellen. Eine vertrauliche. 64, okay. Eine vertrauliche. Okay, viele vertrauliche Quellen. 64. Ja, warte mal kurz. Na, Kräf, du Säckel. Okay, also pass auf, 2 Möglichkeiten.
Zentren fährt jetzt bis 21.10 Uhr, so die Drehe. Dann fahre ich eine Stunde mit Map 1 komplett durch. Und dann müsst ihr die Stints, entweder fährst du die 2 Stunden durch, dass du doppelt stintest, oder du gehst nach einer Stunde raus und lässt Duki wieder ins Auto. Die 2 Möglichkeiten, falls Duki dann wieder da ist. Hast du das vernommen, Dizzy? Ja, hab ich. Okay. Ich guck jetzt nochmal wieder, wie viel Sprit er jetzt noch hat. Wir brauchen 25 Minuten brauchen wir. Das sind 12,5 Runden, also 13 Runden brauchen wir. 15 Runden brauchen wir noch. Nach der 14. Ey, Alter, was ist denn mit dem Lexus? Der macht ganz schön Faxen. Der war auf einmal jetzt wieder da, ne? Michel kann kein Doppelstint fahren. Ich habe nur noch 1 Stunde 33 Fahrzeit. Nee, Fabian, wir halten uns an die Regeln. Kurz der Lexus. Lol. Ja, wie gesagt, ich kann der Rennleitung fragen. Ja, das können wir alle. Ich frag mal nach. Dass Duki nicht mehr fahren kann. Problem ist halt, wir würden halt mit der Stintzeit hinkommen. Weißt eben, du, was deswegen, ich meine? Ja. Ich muss halt nur einen Doppelstint fahren. Ja, wir halten uns an die Regeln. Ich frag da jetzt nicht nach. Oh, ich kann sagen. Dass viel mehr Bonus einholen ist. Ja, es geht ja anders, Fabian. Das ist ja Stint, rein Stintzeit-technisch bekommen wir es ja hin. Brauche jetzt gleich deinen Sprit über der Ziellinie. 57,9. Gut. Map 1. Mache ich sofort nach dem Berg. Meinst du 2 Stints mit Map 1 da? Nee, du fährst. Ja, du kannst auch dann Map 1 fahren. Kann sein, dass du zwischenzeitlich mal Map 2 fahren kannst. Ja, ist okay. Musst, aber das sollte unterm Strich dann aufgehen. Nee, eben nicht, Fabian. Rein rechnerisch haut das hin. Also pass auf, Xentrin fährt, also Stefan fährt jetzt bis 3 Stunden glatt, dann fahre ich eine Stunde, bleiben noch 2 Stunden übrig und Dizzy kann noch 1 Stunde 56 fahren. Wir müssen dann halt so sehen, dass man, also anders. Wie soll ich das jetzt erklären? Also wir müssen das dann so machen, dass wenn Dizzy dann ins Auto geht, dass noch 1 Stunde 54 übrig ist. Twitch Prime is not a crime. Dirty Sanchez, danke für 32. Ja, dann machen wir jetzt nur mal safe, dass wir nach der Runde wieder Map 2. Müssen wir nochmal nachkalkulieren. Sollte ich jetzt noch fahren auf Map 1 oder jetzt umstellen? Map 2. Okay, mach ich sofort. Nein, wir machen das jetzt so, dass Xentren praktisch bis 2 Stunden 58 oder 56 fährt, je nachdem wie er durchkommt. Und ich dann halt bis 1 Stunde 52. Michael, was hältst du davon, wenn ich fahre eine Stunde,
Attacke, du eine Stunde Attacke und ich dann nochmal Attacke. Weil dann ist, also, ich sag mal so, eine Stunde, wirklich eine Stunde richtig Attacke fahren, also richtig, richtig Attacke fahren, ist einfacher als 2 Stunden volle Pulle. Also du willst keinen Doppelstint fahren? Nee, weil so könnten wir das vernünftig durchmischen. Außer du sagst jetzt, du möchtest gerne fahren. Nee, dann müssen wir das halt so machen. Weil ich sag, also ich bin ganz ehrlich mit dir, ich glaube, eine Stunde kann ich richtig volle Rotze rin in die Olga. Aber wenn im zweiten, lass mal wieder irgendwie Verkehr oder irgend so Bullshit sein, da ist der Kopf einfach, also mein Kopf, sage ich mal, heute nicht bereit für. Weil mich das ärgert dann irgendwann. Also ich würde Xentrin das Auto übernehmen. Dann kriegst du die Karre und dann nehme ich die Karre am Ende nochmal. Weil dann kannst du halt auch, kannst du das am Ende nochmal besser kalkulieren, was übrig bleibt. Ja, okay. Okay. Machen wir so. Ich denke, es ist sinniger. Also, wenn du... Dann würde ich dir jetzt empfehlen, dass du dich langsam bereit machst. Ich bin bereit. Obwohl, du hast doch 25... Geht wegen Luftdrücken. Ach so, die muss ich mir noch holen, ne? Ja, dann hole ich mir die schnell. Genau. Ja, dann du hast noch 25 Minuten circa Zeit, also chill dich. Ja, ich gehe schnell rein. Ich hol mir die, ich fahre jetzt 5 Runden und dann... Ja, ich bin auch noch mal kurz weg. Also bis gleich und bis gleich, Streamchat. Streamchat? Ich glaube, das ist sinniger so, Leute, das aufzuteilen. Weil dann könnte man vielleicht noch mal den einen Stint wieder wettmachen. Den einen schlechten. Schlechten in Anführungsstrichen, bitte gesetzt. Wie viel waren jetzt gerade? 39, ne? Durchschnittliche Umgebungstemperatur 35. Hm. Habe ich das jetzt richtig eingestellt? Nee. Habe ich nicht. Kann man nicht die Umgebungstemperatur auch einstellen? The fuck? Was war das jetzt? 28. Aber dann passt das ja mit der Strecke nicht. Naja, müssen wir ein bisschen Fokus machen. Ich hätte das mit den Stints so gemacht. Ich denke, das ist sinnvoller, weil, wie gesagt, eine Stunde, also wirklich eine Stunde Attacke fahren, finde ich persönlich ein bisschen sinniger als, Green light, green light. Go, go, go. So, dann holen wir uns noch die Reifendrücke und dann los. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass das alles nicht so optimal lief heute, ne? Der einmal Game Crash von Dugi, das war ein bisschen unschön. Zentren war auch nicht so bereit in seinem ersten. Naja. Alles gut, Dugi, passiert. Kann man nichts machen. Da kann man nichts gegen machen, Dugi.
Wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Ja, da kann ich nichts machen. Tut mir leid. Was ist passiert? Ja, da stand ein Auto quer, mitten auf der Fahrbahn. Okay, musst du rein? Alles im Arsch. Lenkung komplett schief, aber komplett. Alles im Arsch. Ja, dann fahr rein und repariere, bleibt ja nichts übrig. Da kann ich auch mit der Konstru- gar nichts machen, also null. Ja, ist ja nicht schlimm. Wir holen jetzt noch das Beste raus und dann ist gut. Minuten Reparaturzeit, nice. Sah für mich fast so aus, ob ich auf der Straße nochmal wieder gerade fahren wollte, weißt du? Ja. Egal. Ja, ist okay. Ich glaube, heute ist die Devise nach Hause kommen. Und wenn dann alles gut. Da habe ich natürlich keine Reifen, drücke nichts. Fuck. Also wenn das meine sind, also ich habe ja das Setup am Anfang geladen, ja, dann sollten die eigentlich relativ okay sein. Ich hoffe mal. Ja. Bei der Temperatur. Ach, Mann. Könnt ihr mal nachgucken, ob der sich da irgendwie, ob der weiterfahren wollte oder? Ich bin gerade, ich fahre mich warm, weil ich nach dir fahre. Ach so, okay. Und Michel ist gerade nicht da. Ah, okay. War ein Haken dran, Maga. War einfach. Den Rest, den sind noch, komm. Oh. Das ist doch zum Kotzen, ist das doch, Mann, ehrlich. Der hätte eben echt ein Spotter geholfen, ohne Witz. Ja, sorry, Michael ist AFK, ja, und ich muss mich halt warm fahren. Tut mir leid. Alles gut, ich gebe ja keinen die Schuld jetzt oder so. Ich sag halt, wenn es geholfen hätte. Bei uns hätte heute so einiges geholfen, du.
Don't bang my wife, moin. Ja, also die Reifendrücke sind viel zu hoch jetzt. Du hast nicht mehr so einen langen Stint, also... Ja, ich probiere es doch zu Ende zu fahren einfach. Bei wie viel bist du gerade? 28,4. Die Drücke, ey, holy moly. Alles gut, Duki. Alles gut. Ja.